Hallo liebe Freunde, hier sind wir endlich bei unserem neuen Moderator angekommen. Warum ich Deutsch spreche? Weil es wird meistens in Deutsch übertragen. Natürlich hoffe ich, dass alles über die Bühne geht. Jetzt bin ich da angekommen, bin in Duisburg und jetzt wollen wir ihn doch mal gleich kennenlernen. Не успели. Сейчас. Да. Посмотрим. Лезем. Мы запрыгнули. Hello. Привет. Привет. Здорово. Как? Нормально у тебя? У меня, да. Ich habe schon gesagt, dass wir in Deutsch übertragen. Okay. Kaffee, Wasser. Wasser, kommt Wasser. Wasser. So. Und das ist der voraussichtlich unser zukünftiger Moderator auf YouTube-Kanal. Wunderschönen guten Tag allen zusammen, die mich das hier sehen. So, komm, Alex, zeig mal, wie du wohnst, wie du lebst. Okay, wir. Also, nichts Besonderes, Wohnzimmer, ganz geschmeidig und sauber halt, versucht zumindest. Zwei Gitarren. Ja, ab und zu spiele ich versuch's, aber ich bin kein Ed Sheeran oder sowas. Also von dem her, ich bin eher für die besoffene Gesellschaft, bitte. Prima, schon gebacken. Ja, du hast mich. Darum gebeten. Ja, ich weiß in Wahrheit, es tut dir leid oder auch nicht. Keine Ahnung, was weiß ich schon. Ja, es war alles im Sand, aber es geht für mich, denn die Scheißgefühle kamen von allein. Hätte ich gewusst, dann sagt sich jetzt bald. Dann vielleicht, oder auch nicht, keine Ahnung, das weiß ich schon. Tag, Tag und Nacht, muss ich denken an dein süßes Mädchen. Tag, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Знакомый с тобою, я сразу знал, что ты моя. Девчонку какую я искал. Твои глаза, твои губы, и все у тебя так прекрасно. Я люблю тебя, солнышко моя, как я еще никого так не налюбил. Ты моя, сердце, сердце и душа, и какая я хочу после тебя. Вау, какая женщина, бум, диги, диги, вау, вау, ой-е. Denn du bist so süß, wie der Honig in meinem Kaffee, bist in meinem Kopf von früh bis spät. Und viel zu spät hab ich gecheckt, dass man dich schwer verstehen kann, aber scheiß drauf, die du sonst für dich. На любви моя не забывай, для любви другому отдала. Обманула нас с тобой судьба. Я на тебя смотрела и не знала, уходила, даже не скучала. А слова твои будут точками, как прикажение маленькой дочки. Я опять окно открываю, и свою душу свет отнимаешь. Вот ты просто улетаешь.
Бум диги диги вау-вау. Какая женщина. Бум диги диги вау-вау. Ой-е-е. Ja, hier mache ich mir was zu essen, zu trinken, wie auch immer, damit ich nicht verhungere. Die Küche halt, ne? Und Schlafzimmer, wo ich immer alleine schlafe. Ich habe niemanden, aber passt soweit. Nur, wie gesagt, meine Wohnung habt ihr schon gesehen. Ich lebe hier in Duisburg-Wedau, ist eigentlich fast Düsseldorf, als gebürtiger Schwabe aus Baden-Württemberg. Direkt an meinem Schwimmbad, werdet ihr gleich sehen, an der 6-Seen-Platte. Zu meiner Person, alle nennen mich Alex. Ich bin noch 39 Jahre alt, werde bald 40. Ja, wie gesagt, bin beruflich im Vertrieb tätig, im Außendienst. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was mache ich jetzt hier, ja, um mich hier vorzustellen und das alles hier zu zeigen. Ich habe hier ein Angebot von Rote Production. Erstmal vielen Dank dafür für dieses Angebot. Habe mir das hier mit ihm nette, super Gespräche geführt. Cooler Typ übrigens, ja, kann ich nur empfehlen. Ja, wir haben uns getroffen, ja, und miteinander gesprochen. Und ja, ich will es versuchen, euch zu gefallen und hier ab und zu mal irgendeine Show zu machen, ja, um euch vielleicht ein Lachen zu zaubern oder wie auch immer gute Laune zu verbreiten. So, jetzt wisst ihr einiges über mich, jetzt wisst ihr auch, warum ich hier bin. Ich bin Teil von dem See, der vor meiner Haustür ist. Ja. Was kann ich noch zu meiner Person erzählen? Ich bin gebürtig auch Russlandsdeutscher, bin aber schon sehr, sehr lange noch in Deutschland. Zuravno na russkom obmanovat, nikto mozhet menye, da, eto vazhno. Für die, die es nicht verstanden haben, verarschen kann mich auf Russisch keiner. Ja, und ich hoffe, wie schon vorher gesagt, das ist immer das Wichtigste, dass es euch gut geht, dass ihr Lachen habt. Und ich euch gute Laune vertreibe. Ja, wie gesagt, weiter zu meiner Person. Früher habe ich Fußball gespielt, bisschen höherklassig, jetzt war kein Profi oder sowas. Ein paar Euro habe ich aber verdient trotzdem. Ja, habe viele Jahre in Baden-Württemberg gelebt, bin ich hierher gekommen. Wie gesagt, und dann durch TikTok, über TikTok in Kontakt mit Motor Production gekommen. Und nochmal vielen Dank. Nochmal, ich sag, wiederhole mich da gerne, ein cooler Typ. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum habe ich diese Mütze an? Normalerweise habe ich richtig geiles Haar. Richtig geil, so Utschen Sexual, ne, weißt. Aber ich habe im Januar Krebsdiagnose bekommen, habe aber das Krebs jetzt erstmal geschafft, aber da kann man nie den Deckel drauf machen, man muss immer weiter kontrollieren. Und deswegen habe ich die Mütze an, weil ich meine sexualen Haare verloren habe. Ja? Und deswegen, ja, damit ihr Bescheid wisst. Ja, und wie gesagt, jetzt bin ich bei Moser Production. Abonniert Moser Production. Wir werden uns immer wieder was Neues einfallen lassen, um euch zu gefallen. Und ja, wir werden natürlich nicht sofort, morgen, übermorgen Lives auch machen, wo ihr zuschalten könnt, Fragen stellen könnt, kommentieren könnt, liken könnt, ja, uns Geschenke machen könnt. Ja, wir sind auch für jegliche Ideen offen, wenn ihr sagt, ey, mach mal eine Dating-Show oder sowas, ja. Mach mal das, mach mal jenes, mach mal vermisst dich oder solche Sachen, ja. Werden wir uns überlegen, wie wir das vielleicht umsetzen können, ja. Und diesbezüglich freue ich mich schon auf das, was kommt, ja. Und tut mir leid, wenn ich heute das erste Mal so ein Video mache und vielleicht nicht so sympathisch bin, wie ich sonst bin, ja. Aber ich versuche, mich zu verbessern. Versprochen. Ja, und wie gesagt, Moser Production hat einiges vor. Cooler Typ nochmal übrigens, ich wiederhole das immer wieder gerne. Ja. Der hatte einige Kontakte aus Kasachstan, aus Russland, mit richtig geilen Songs, die ich schon gehört habe. Ich kann euch nur versprechen, die auf so Musik stehen, euch wird es gefallen. Lasst euch überraschen. Dafür nochmal Link klicken, abonnieren. Ja, das wäre eine super geile Sache. Und dann haltet euch immer am Laufenden. Wir werden immer wieder was Neues reinschalten, neue Videos, Lives, wie gesagt, geile Mucke, die von Moser Production produziert wird, wo ihr dann das erste Mal hört und sagt, boah, geil, sei Biest und solche Sachen. So. Ich habe euch jetzt ein bisschen gezeigt, den See, meine Wohnung hier in der Ecke, wo ich lebe, Duisburg-Düsseldorf. Nochmal abonniert Moser Production auf dem YouTube-Channel, ganz, ganz wichtig. Wir mögen alle Menschen, die korrekt, fair sind.
was Politik angeht oder Kriegsgeschichten oder irgendwelche Sachen. Darüber wollen wir nicht urteilen, werden wir nicht urteilen, werden wir auch nicht sprechen. Wir wollen lachen, wir wollen gute Laune verbreiten, wir wollen einfach euch, wie gesagt, zum Lachen bringen, ja, dass ihr sagt, boy, coole Leute, ich hoffe, ich bin ein cooler Typ für euch, ja, auch wenn ich ein Amateur von Amateur bin. Ja, und wie gesagt, wir haben einiges vor, von Filmen, Musik, paar Videos, die immer wieder von mir kommen. Ich kann euch nicht versprechen, wann, wie, was, ja, ist auch irgendwie eine Zeitfrage, ja. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, hoffentlich. Und ja, ganz wichtig, legt euch wieder hin und sauft nicht zu viel, okay? Baka.